Ille. So, hallo, liebe SWN-Zuschauer. Heute sind wir in Hirschfeld im Tonstudio Gerner in Hirschfeld. Und ich habe jetzt den Herrn Gerner, den Jürgen Gerner vom Mikrofon. Herr Gerner, wie sind Sie denn damals drauf gekommen, ein Tonstudio zu machen? Ja, also da muss man mich weiter ausholen, weil das eigentlich war ich vor dieser Zeit Musiker. Mhm. Und hatte meine eigene Band gegründet dann, nachdem ich da ein Virus irgendwo abgekriegt habe. Und ja, das ging dann relativ schnell eigentlich. Ich hatte meine Lehre, ich habe ja Karosseriebauer gelernt, also richtig Auto, Unfallschäden und so weiter. Und nachdem ich mit der Lehre fertig war, sind wir dann gleich meine Kumpels und haben wir über eine Agentur dann eine Profischiene gemacht. Also quer durch Deutschland, da gab es ja noch die ganzen Ami-Clubs und wie hier in Schweinfurt die Lili Marleen, wo jetzt oben an der Kaserne, wo Audi ist, da, mhm. Da war die Lili Marleen Tanzcafé und in der Ludburgstraße, wo das Rote Backsteinhaus ist, da, da oben am Gericht, da in der Nähe, da war es Tivoli drin. Das waren richtige Rock'n'Roll-Kneipen, da haben richtige Bands gespielt, richtige Profis. Und so war das in allen Städten, je nach Größe. Das war aber die Zeit, wo Sie als Musiker unterwegs waren. Richtig. Dann, ne? Da waren Sie ja noch Dead Garner, ne? Ja, und die Hurricanes. Ja, ja, in die Hurricanes. Ja, ja. Hurricanes ist die Band, war mein Zwillingsbruder dabei. Und zwei Kumpels, vielleicht kommen wir ja später nochmal drauf, wie das entstanden ist. Das ist eine total verrückte Sache gewesen. Ja, und dann irgendwann, nach ein paar Jahren, dann hat man schon mal irgendwie, wir haben ja jeden Tag gespielt. Und teilweise auch in Kneipen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an waren wir in Bonn, da haben wir gespielt, jeden Tag bis früh um 3:30, ne? Und egal, ob da jemand da war oder ob der Laden leer war oder egal wie, wir haben gespielt und wir haben gespielt bis zum Umfallen, ne? Und das hat natürlich schon gezehrt. Ne? Also aber da waren Sie schon auf der Profischiene nachher. Da ja, sind Sie schon richtig als Profi unterwegs gewesen. Wie sind Sie denn drauf gekommen, so in den jungen Jahren, jetzt mache ich Musik? Ja, also ich war ja schon immer wegen, wir waren ja Nachkriegskinder, ne? Und wie so war, nach dem Krieg, wir waren damals so 14 Jahre alt. Und da gab es ja nichts, es gab ja keine Jugendkultur, da gab es ja nicht da, wie das heute ist, so Bravo und da und überall, ne, und so. Aber die Bravo-Hefte gab es dann später schon. Die waren ja am Anfang ziemlich peinlich und alles, ne. Aber es gab schon, glaube ich, Bravo, aber es gab keine Jugendkultur in dem Sinn, dass wir es gewusst haben, wo können wir eigentlich hin? Mhm. Na, unsere Eltern, die sind ins Kino gegangen, O.B. Fischer und Maria Schell und Sissi geguckt, das hat uns doch nicht interessiert, sowas. Ne? Na, und da haben wir so vor uns hingedümpelt, ne? So irgendwie total. Ne? Ja, und da haben sie dann haben sie die Musik für sich entdeckt. Ja, ja, und auf einmal kam es aus dem Radio. Babaluma, blam, bum, bang, du Frude, au, Rude, du Frude. Ja, was ist denn jetzt los? Ja, und dann waren wir wie elektrisch, ne? Und dann haben wir das natürlich verfolgt und dann irgendwann hat sich ja dann herausgestellt, dass dieses Tutti Frutti ein Elvis aus Amerika ist und auch ein junger Kerl, ne? Und Pomade im Haar und gut aussehend, Lederjacken, Blue Jeans und so und wow, ey, das war ja der Hammer. Und dann haben wir das natürlich recherchiert, wer ist dieser Elvis und was kommt da noch und das ging dann auch Schlag auf Schlag und plötzlich war Tutti Frutti, war Chelas Rock und Heartbreak Hotel und was es dann da alles so Elvis gab, ne? Und plötzlich waren wir alle infiziert, ne? Und jeder hat sich irgendwie eine Lederjacke gekauft, wenn es nur so ein Lackding war, ne? Und eine billige Jeans, aber ja, hab gedacht, jeder war innen irgendwo, ne? Und hat da irgendwie ab cool gemacht, ne? Und das war so dann so der Anfang, also das hat richtig was losgetreten. Und dann kam ja dann auch der
Bill Haley, ne, Rock Around the Clock und die Sachen. Und dann gingen so die ersten Berliner Waldbühne zu Bruch, ne, und so richtig. Und ja, die Rock'n'Roll und der Elvis mit seinem Hüftding da, ne, den haben sie dann nur noch ab Hüfte Bild nach oben gezeigt, dass er uns ja auch nicht unsere Töchter und unsere Jugend verdirbt. Ne? Und was ist da um diese Urwaldmusik überhaupt, auch um Gottes Willen? Das war schon wegen Aufbäumen da, ne? Das geht ja gar nicht, ne? Und plötzlich sind die Alten auf die Barrikaden gegangen, ne? Ja, das unsere Jugend, unser, oh, ne, wie schlimm. Und dann kam es ja so, dass natürlich dann der Rock'n'Roll, der kam nach Deutschland. Mhm. Und dann hat man ja für Deutschland ein Vorzeige-Idol gebraucht. Ne? Das war dann der Peter Kraus, der damals dann mit 17 Jahren da bei einer Münchner Konzertveranstaltung mit Max Grecher und Tralala da aufgetreten ist. Konnte man sich mit dem Peter Kraus identifizieren, wenn man dann Elvis Presley gehört hat und so als junger Mensch, meine ich so? Also ich habe das damals so erlebt, dass der Peter Kraus auf seine Art, er war ganz authentisch und er war irgendwie eigen. Er hatte in seiner Stimme, in seiner Performance einen hohen Wiedererkennungswert. Mhm. Den hat er ja bis heute noch. Ja. Also Peter Kraus hast du sofort erkannt. Ne? Und keiner hat ein Sugar Baby so gesungen, ne? Wie Peter Kraus. Der Peter Kraus war was ganz Eigenes. Und dann kam ja noch dann zu der Zeit damals, glaube ich, um 58 war das, dann kam ja der Herold noch. Mit Moonlight, ne, die Nacht war schön, ne, Nummer 1 Hit, ne, und die haben dann das unter sich ausgemacht. Da war der Kuchen noch solche Stücke. Heute ist der Kuchen nur noch so. Kriegt jeder vom Kuchen nur noch ein Schmalstückle, weil sich die Musiksparte in so viel, es haben die Musiken vermischt, dann kam es Country-Schlager, Country, Rock, Volksmusik, Schlager der Volksmusik. Es war nichts mehr Volksmusik oder volkstümliche Musik. Schlager war Schlager, Rock'n'Roll war Rock'n'Roll. Aber heute ist das so, dass alles ein wenig so miteinander vermischt ist. So, jeder geht ein wenig zum anderen und jeder, ja, und dann kommt irgendwas was raus, was ganz anders raus und ganz andere Beat, neue Beats werden erfunden, neue Styles und jedenfalls. Bei uns, wo ich damals gewohnt habe, da kam dann immer so ein Typ, der war gerade mal so 16, mit so einem Mofa. Wo haben Sie denn gewohnt? Am Bergl, in Schweinfurt am Bergl. Ja, ja, ne, das war ja also ein Viertel. Ne. Naja, okay. Jedenfalls, auch wir sind schön aufgewachsen und wir haben es eigentlich schön gehabt. Und da haben wir in der Tanzigstraße gewohnt und da war so Innenhof. Ja. Und da saßen dann so abends die Mütter und wenn so die Väter von der Fabrik gekommen sind, dann na, sind die Kinder schon entgegengerannt und dann waren so Stöpsel und so und wir waren eben, wie gesagt, damals so 13, 14 und da kam der immer mit seinem Moped da. Vorne auf dem Tank hat er seinen Plattenspieler gehabt. Auf dem Tank? Auf dem Tank liegen hat er seinen Plattenspieler festgeschnallt und von dem Plattenspieler war der Deckel war der Lautsprecher. Ja. Und hinten auf dem Gepäckständer hat er so einen Schlussplatten gehabt. Alles Elvis. Johnny and the Hurricane, Connie Francis, Peter Kraus halt auch und Bill Ramsey. Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Na, und das waren halt so die Dinger, waren halt so die Kassen, Connie Francis, schöner fremder Mann, da-da-ba-da-ba. Und so. Und das hat er dann im Hof seinen Plattenspieler aufgebaut. Und dann ging's los, ne? Tutti Frutti bis in die Nacht. Ne? Was haben die Alten gesagt? Naja, die Alten waren nicht alle so, ne? Wie jetzt da Urwaldmusik und Tralala und Juhu. Aber ja, es hat schon ein paar gegeben, natürlich, die sich einmal aufgeregt haben. Aber wir haben doch gewonnen, weil wir waren die Mehrheit und haben die Alten dann Quatsch lassen. Und dadurch habe ich aber die ganze Musik kennengelernt. Die ganzen Platten und Ding. Und dann war es halt so bei dem Peter Kraus zum Beispiel, er war doch der, die Texte waren verständlich, waren deutsch und der Elvis hat zwar geile Mucke gemacht, aber wir haben ja eigentlich nicht verstanden, was er will, ne? Und was er singt und von was er singt. Ne? Man hat zwar gewusst, der Jailhouse-Rock, ja, ist Jail, 2000 und bla bla bla, aber was so die Inhalte sind,
die haben ja nie so ganz gecheckt. Ne? Und wie ich dann Musiker war. Sind sie dann dazugekommen? Dann haben, wie haben sie nicht, sind ja Gedanspieler oder so. Ja, ne? Wie haben ja sie erste und dann, ja genau. Und dann hat mich natürlich dieses ganze Musik und Elvis und dazu animiert. Und dann habe ich halt auch immer Peter Kraus gesungen. Ne? Ja. Na, und den Herold, und das konnte ich ein wenig so. Ne? Das ist bei mir schön eingegangen. Ne? Elvis habe ich immer schwer getan, aber nicht die Elvis-Stimme jetzt ja. So. Ne? Na, aber ich kann Ihnen nachher mal Peter Kraus vorspielen, merken Sie keinen Unterschied. Ne? Mhm. Na, so kann ich den imitieren. Ne? Ja. Und weil das ist eine Blutbahn drin, das habe ich früher wirklich gelebt. Ne? Also haben Sie mit Peter Kraus singen angefangen? Ja, eigentlich schon. Ohne Gitarre, ohne Begleitung oder einfach so reingestellt am Hof? Und ich habe erstmal eine Gitarre gekauft. Ne? Ah, ja. Ja, I want a 2, 3, 4, sugar, sugar, baby. Oh, sugar, sugar, baby. Dann haben wir immer schön im Hausflur gespielt, mhm. Weil es so schön kalt hat. Ne? Hat immer schön geklungen. Ne? Und dann haben wir immer schön. Dann waren wir eben alle, das war dann normale Klampfen dann, oder? Normale Haufner Gitarre. Ne? Ja. Und die hat damals 80 Mark gekostet, die Gitarre. Die habe ich mir. Die habe ich mir hart erspart und die habe ich mir auch selber kaufen müssen, weil von meinen Eltern haben wir nichts gekriegt, wir, also mein Zwillingsbruder und ich. Und dann sind wir mit 12, 13 Jahren haben wir angefangen, wir sind jeden Sonntag haben wir Bildzeitung ausgetragen am Bergl. Mhm. Mein Bruder, die eine Seite drüben am Wasserturm ja, und die andere in Richtung Oskar-Wurm-Miller-Straße. Ja. Also da haben wir uns die Viertel da ein wenig aufgeteilt und da haben wir dann jetzt mal jeden Sonntag so unsere 6, 7, 8 Euro, Mark verdient. Und da haben wir immer was weggelegt und haben eine Gitarre bezahlt und ein Fahrrad gekauft. Und da sind wir natürlich auch mal schon mal mit unseren 14, 15 Jahren dann schon mal so in gewisse Lokalitäten. Und der Auslöser dieser ganzen Rock'n'Roll-Geschichte war dann das, dass ich in der Stadthalle in Schweinfurt war ein Schlagersänger-Wettbewerb. Ah ja. Ja. Und wann war das, was für ein Jahr? Ich sag jetzt einmal 1958. Mhm. Also jetzt, sagen wir plus minus, aber Wochen, Monate, ne? Welche Rollen, aber so ungefähr als Hausnummer mal. Und zu dem Schlagerwettbewerb habe ich natürlich auch so irgendein Peter Kraus-Lied gesungen und da waren natürlich auch viele so junge Leute und die wollten alle halt da ein wenig Elvis und Zeug gemacht und naja. Der Sieger gewinnt einen Schallplattenvertrag. Mhm. Naja, aber es klappt für selig. Aber es hat Spaß gemacht, der Saal war voll, Stadt war voll und richtig und wir haben richtig abgezogen. War irgendwie geil, war schön. Was haben Sie für Platz gemacht? Ich glaube, zweiter oder dritter. Ich weiß nicht mehr, zweiter oder dritter Platz war es. Da war ja schon ein guter Anfang. Ja, es war schon. Ich mein, wir haben schon Mühe gegeben. Ne? Ja. Ich habe das schon ernst genommen. Ne? Und da war mein Zwillingsbruder dabei und noch ein Kumpel. Einfach ein Kumpel, der hat aber mit Musik nie was zu tun gehabt. Ja. So. Und da gehen wir heim und da laufen wir noch durch die Stadt. Es war so 10, vielleicht 10:30. So. Haben Sie sich mal einfach die Gehsteige hochgeklappt? Nee, ja, normalerweise schon. Also normalerweise ist das schon der Fall. Aber in der Ludburgstraße, da waren in jedem Fall die Gehsteige nach oben. Ja. Und da laufen wir die Ludburgstraße runter an diesem besagten Backsteinhaus vorbei. Ja. Und ich gehe da vorbei und ich denke, ja, das ist aber kein Musikboxer. Luki, geh mal her. Luki, so hört mein Bruder. Mhm. Geh mal her, hör mal an. Ohr an die Wand. Ohr an die Wand. Ja, das ist kein Musikboxer. Und in dem Moment, da geht die Tür auf, kommen zwei Neger raus. Und in dem Moment war die Tür wie ein Lautsprecher, ne? Ey, was ist denn da drin los, ne? Ja, Bruder, das gibt's doch gar nicht. Und wir waren ja 14 Jahre, ne? Uns hat das Herz geklopft, ne? Und dann kommen wieder ein paar Armee, ne? Und die gehen ein, ne? Und wir einfach frechen, wir waren da hinterher, ne? Na, und haben es gleich hinten an die Wand nachgestellt, ne? Na, jedenfalls, so schnell wie wir drin waren, waren wir natürlich auch wieder draußen. Aber die Zeit, wo wir drin waren, die hat genügt. Wir standen da hinten an der Wand, vorne war die Bühne, standen da drei solche Typen, Gitarren da unten, drei Gitarren, Schlagzeug,
Dong, 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 dong. Well, Mona Lisa, man, I made you. Dadung, 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 dadung. Das Licht war. Und die hatten schon Echoanlage, so Mikrofon mit Echoanlage, ja, damals schon. Und das Licht war so diffus, alles so Blaulicht, wo weiße Hemden, ja, lila. Ja, ja, und Rotlicht und Blaulicht vermischt und Gelblicht und alles war so Neuland, das haben wir ja noch nie gesehen. Und die Band, die hat gekruft, einen Rock'n'Roll hingelegt. Ne? Wir waren nur noch hin und weg. Wir konnten nicht glauben, was wir sehen. Ne? Da war der Virus gekommen. Ja, wir sind rausgeflogen, da kam da gleich der Geschäftsführer. Was wollt ihr da hin? Und draußen waren wir. Ne? Aber ja, und dann, wie wir draußen waren, ist der andere Kumpel von uns, ein Schild an der neben der Tür. Jeden Sonntag tanzt die. Mit Ed and his Sensation Strings. Das war die Band. Profi-Band aus Holland. Und boah. Wir haben immer eine Zeitung ausgetragen, war mal ein wenig flüssig. Und wir haben Sonntag natürlich gleich da zum Tanztee da in Tivoli da. Und die Band gespielt zum Tanztee. Und wir haben vorne hingesetzt. Und die hingeschaut. Ich habe immer gewusst, wie. Und so. Und haben die. Das war so geil. Die Band war so geil und der hat auch so ausgesehen wie so Elvis, so Bill Haley, Dulle vorne drin, der junge Kerl, eine geile Gitarre gemacht und jedenfalls für uns damals war das die Zukunft. Aber da muss man schon noch mit Krawatten outreden und so, ne? Ja, das war schon, ja, das war immer so wegen Garderobenzwang, ne? War das schon wegen dauernd, ne? Und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, du kaufst den Bass. Mein Kumpel habe ich gesagt, du kaufst den Schlagzeuger. Da suchen wir noch einen Gitarristen und eine Band auf. Mhm. Und ich zeige euch, wie das geht. Ne? Naja, jedenfalls, ich war 18, die Lehre war um, die anderen, bei den anderen ja genauso, und wir waren Profimusiker. Also haben sie in der Lehre dann schon angefangen, also immer mehr zu spielen? Wir haben in unserer Freizeit, wir haben uns die Platten besorgt, wir haben uns Informationen geholt, wir haben uns Texte besorgt, wie gehen die Akkorde und ich mein Bruder eingetrichtert, nimm den Bass und dum 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 und das waren damals auch ganz einfache Lieder, ob das jetzt Lieder von Bill Haley waren oder von Elvis oder von Chuck Berry, waren alles drei Akkorde und ein wenig dum 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 dum
Und das war das ja geil. Ne? Das war schon. Und super große Clubs auch. Ne? Da gingen schon 500 Leute rein. Ne? Und ja, damit, das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und dann irgendwann ging das Nachtleben natürlich schon wegen. Hm. Wegen ja. Und, genau. da haben wir natürlich auch ja, Leute kennengelernt. Ne? Wir haben mit Trabi Deutsche gespielt und haben die Trabi Deutsche begleitet in Bamberg. Und ja, mit dem haben wir natürlich Sachen erlebt. Ich habe ein Buch geschrieben. Über den Trabi Deutsche? Nee. Das ist auf den Brettern, die Welt bedeuten. Ja. Also zeigen wir mal. Auf den Brettern, die Welt bedeuten, mein Leben als Rock'n'Roller. Und wer das Buch gelesen hat, der weiß alles über mich. Na? Und schöne wegen Bilder dabei hier. Ja. Und ich musste mir eigentlich, nachdem jetzt ja alle von Maffei bis McCartney und von Lennon bis Keith Richard ihre ganzen Stories niedergeschrieben hatten, hab ich alle gelesen, das Buch. Auch Peter Kraus hat tolle Bücher gelesen, geschrieben. Und ich alle gelesen habe und da war es natürlich, habe ich gedacht, also ja, ein bisschen was hast du ja zu erzählen, dann schreib halt mal ein Buch. Und mein Buch ist natürlich lang nicht so dick wie ein Buch von Keith Richard oder von Paul McCartney. Na, aber in den Büchern ist er wirklich, und was ich überhaupt nicht gut finde, da geht es erst einmal über 100 Seiten nur über Drogen. Ja, na gut, das haben Sie die Erfahrung auch gemacht. Nee. Also ich muss sagen, ich habe einmal gekascht. Und danach war mir so blöd schlecht, habe ich gedacht, was soll denn das? Also da waren wir bei einem Millionär eingeladen und noch nachts kam der ins Lokal, der hat uns abgeholt mit seinem weißen Mercedes und da in seine weiße Villa und hat dann Hasch verteilt und hat da mal Orgie abgezogen und mir war es mir schlecht und dann habe ich sowas nie mehr angerührt. Ne? Also da waren Sie keine Freunde von Drogen und so? Nein, wir waren so Wachhaltesachen, ne, so Prelodien und so zum Wachhalten, ne, ja. Weil wir doch oft wenig geschlafen haben und mussten immer spielen und hingen wir da. Sie sind ja mit vielen Stars zusammengekommen, oder? Ja, sagen wir mal, ich habe einige Leute kennengelernt, ja. Und einmal so unterhalten mit denen und ja, und da stellt sich raus, dass, oder das Erste, was du merkst, ist, dass die alle nur mit Wasser kochen und dass die genauso sind wie du. Also immer so Erwartungshaltung und oh, boah, ein der, der, boah, ey, und hab mich mal mit Maffei unterhalten, ne? Wir uns jetzt auch unterhalten, nichts anderes, wirklich nichts anderes. Und kürzlich war ich in Hamburg und lief mir war ich im Atlantik Hotel und habe da mal noch eine Nacht verbracht und da lief uns mal der Udo Lindenberg über den Weg und mit dem haben wir mal ein bisschen unterhalten so naja, ist ja ein Typ, ne? Ist ja ein geiler Typ. Ne? Da war gleich so zum Gespräch bereit. Ja, wir waren ja zu viert, ne? Ich sag noch zum Nils Brennige, ne? Ja. War dabei, ne? Ja. Hat uns eingeladen nach Hamburg. Und schade, dass wir den Udo treffen jetzt. Und der Nils geht da runter und dann läuft er da gerade so quer durch das Foyer durch und wir haben mehr so geschlendert und so, naja, Zeit. Wie man erkennt, so. Ja, bla bla. Ne. Ja, es waren vielleicht so 10 Minuten, haben wir mit ihm und mit Bilder gemacht und ja. Vorne hängt eins, wenn wir ausschauen. Und ein bisschen unterhalten. Ja, Ralf Siegel haben wir getroffen, der saß da neben uns und merkst, das sind alle ganz, ganz normale Leute. Das ist wirklich nichts anderes. Das ist, was alles durch die Medien so Halbgöttern gemacht wird. So, und dann lernst du die Leute kennen und da ist dann eine Erwartungshaltung da. Ne? Das, muss ich sagen, das ist ganz normale Leute. Ja, das Einzige, was die unterscheidet mit uns, ist das Bankkonto. Ja,
ja, wenn sie ihr Geld gut angelegt haben, ne? Weil das ist nicht immer der Fall, ne? Ja, bei manchen und, ist ein bisschen netziger. Ja, und bei manchen ging da schon ja mächtig was in die Hose, ne? Ja, das stimmt. Nein, mit ihren Geld und mit ihren Millionen, ne? Die waren Matthias Reim, wenn du die Story verfolgst, ne? Ja. Na, sie haben ihr Geld gut angelegt da in dem Tonstudio jetzt. Ja, jeder Knopf hier. Ja. Ja, nee, ich denke, wir haben ja auch unser Ding erlebt mit der Gruppe Relax, die ja in den 80er Jahren dann, in den 80er, Mitte der 80er Jahre sehr, sehr erfolgreich waren. Die ganzen Aufnahmen, die Band, alles ist hier entstanden. Also da haben sie schon ihr Tonstudio gehabt, die haben da bei Ihnen aufgenommen. In diesem Studio ist die ganze Kiste entstanden, die ganze Relax-Kiste. Und der Bassist, das ist ja mein Schwager gewesen, oder ist mein Schwager. Dadurch war ich schon mal die Anlaufstelle und da war gerade das 80, war gerade das Studio hier bezugsfertig. Und die Jungs, die wussten da gerade im Moment nicht wohin. Der Gitarrist ist weg und auf und davon. Und es standen die ohne Jobs, ohne alles. Und da habe ich gesagt, ja, da geht das Studio hier, macht 100 Lieder. Na, und dann wird schon eins dabei sein, was zündet. Und vielleicht haben wir ja Glück. Und bla bla bla, einfach nur so, ne? Und 100 Lieder und bla bla, ne? Und ja, man fängt halt an und dann haben wir ein wenig diskutiert und dann haben die wirklich angefangen und mein Schwager, der hatte da irgendwie nach München bei Ayola ein bisschen so Connection und fuhr dann mit den Bändern ins Ayola-Haus nach München und die haben sich das angehört und die waren von den Socken, ne? Na, der Qualität her. Das, von der Aufnahme von den Ideen vor allem. Ja. Na, der eine Song damals Weile die Mark da, das war ja ganz bekannt, das war ja wochenlang Nummer 1. Ich laufe dich den Eiffelturm und warte auf dich im größten Sturm, Weile die Mark. Na, und schöne Lieder gewesen damals, und ein weißes Blattl Papier, ne, liegt noch immer vor mir. Ich weiß, die sind alle hier gemacht worden im Studio. Die sind alle hier entstanden, diese ganzen Lieder und war eine tolle Zeit und die waren ja dann wirklich richtig berühmt, ne, und Gott, die Straßen waren voller Leute hier, also die mit ihrer Töchter und voller Leute hier da. Und da hatten die, der Klaus Matthias, der Gitarrist, der hatte so einen silbernen Porsche und mein Schwager, der fuhr so einen pinkfarbenen Ford Granada, was weiß ich. Und wenn die Autos da vor der Tür standen, dann war da hier Ding angesagt. Ne? Und jeder, der wollte halt mal die Nasenspitzen sehen von denen. Ne? Das ist zwar pinselt die erste Zeit einmal ein bisschen am Bauch. Na, das ist alles schön und gut und man fühlt sich da wirklich toll. Na, aber das geht ja dann gewaltig am Sack. Ne? Ja klar, man kann ja gar nichts mehr machen. Die Leute, die sind sowas von aufdringlich, ne? und laufen klingelt und laufen klingelt. Der eine will, habt ihr Postkarten, habt ihr einen Sticker? Da? Ein Sticker da oben hängt noch einer, guck. Ja. Relax, weil ich den mag. Habt ihr ein Poster, habt ihr ein Ding für mich und kaum ist der letzte, kommt der erste wieder und habt ihr noch das kannst ja auch nicht immer fortschicken und muss ja nett sein zu denen, ne? Und das waren wir ja immer, ne? Und haben die auch gefüttert mit so Plastikzeug. Aber es ist schon, manchmal nervt es dann doch schon. Ne? Da war das so richtig so Fanbüro schon fast. Ja, wir hatten in Volkach ein Fanbüro. Und zwar wieder, der in Volkach war wieder ein Kumpel von meinem Schwager. Und mein Schwager, der war aus Wuppertal, da waren die Bandweber. Die haben die Bänder für Reißverschluss hergestellt. Ja. Na, hatten die ja keinen Bock mehr drauf. Na, und dann hat der wirklich, der eine Kumpel, in Volkach Relax Fanclub gemacht. Mhm. Einen Fanclub aufgemacht und hat alles erledigt für den Koffer getragen und Hintern abgeputzt und bla bla bla. Und solange das gut lief, ne, haben die den Club aufrechterhalten, weil der hat dann die ganze Arbeit abgenommen. Ne. Das war schon so eine Hochzeit für sich auch, ne? So eine Zeit, wo es richtig gut gelaufen ist.
Ja, das war natürlich eine Zeit, die, die finanziell sehr ertragreich war. Ne? Ja. Man sagen GEMA und so. Ne? Aber es war aber eine Zeit, der die neue Maßstäbe gesetzt hat. Von, vom Anspruch her und jeder in der Band wollte jetzt da plötzlich seine Solo-Karriere starten und sich loslösen aus dem Arm, der die versorgt hat. Praktisch haben sie sich ja ihren eigenen Arm mit abgesägt, ne? Auf dem sie gesessen waren. Ne? Jeder wollte plötzlich eine Solo-Karriere machen und der Elvis Ei und jeder hat gedacht, er ist der Wichtigste von allen und da haben die das ganze Relax, ja, da ging es aber so um interne Sachen, ne, die auch nicht schön waren. Also das ist, ich sage, ja, immer ein paar Geld hört die Freundschaft auf. Ja, ob genau. Die Beatles heißen oder ob das Rolling Stones waren, ich habe die Bücher gelesen, ne, wenn es immer um so viel Geld geht, ne. Ja, und gut. Aber vergessen wir das. Schöne Zeit war es trotzdem. Und Relax gab es da noch ein paar Jahre oder insgesamt ein paar Jahre. Und ich denke mal, es war wirklich schön, dass es das gegeben hat. Und die Lieder werden auch heute noch gespielt auf Bayern 2 oder Bayern 1. Mhm. Bayern 1 ist es. Und ja, werde nie vergessen, die Zeit. Aber da hat ja prima dann. Bitte? Auch bei Radio, ja, Radio Primadon, genau. Wollen wir doch mal unterstützen. Ja, ja, wollen wir mal unterstützen, ja. Wir sollen nicht so viel Marianne Rosenberg spielen. Als habt ihr es gehört. Ja, ja, ein bisschen mehr Relax, ja. Ja, und wie ging es dann weiter? Ja, es ging weiter. Studio war, hat sich etabliert, war nach wie vor natürlich durch Relax und war natürlich auch für uns eine riesen Werbe. Ja. Sache wir hatten viel zu tun und ich habe das muss ich ja noch sagen, in dieser ganzen Zeit, nachdem die Zeit als Berufsmusiker zu Ende war, das habe ich so ungefähr 3 Jahre gemacht, aber da stand es mir hier dieses Nachtleben und jeden Tag spielen und du hast ja, wenn irgendwann Feiertag war, dann hast du ja nicht frei gehabt, ja. Da war halt Tanzverbot, aber gespielt hast du ja trotzdem. Ne? Und somit fielen die freie Tage, wirklich freie Tage, also oder hast du mal einen Monat nicht gespielt, hast halt Urlaub gemacht. Ne? Aber das musst du dann auch leisten können. Also da haben sie dann aufgehört, haben sie gerade jetzt Schluss. Dann habe ich einfach, ich wollte dann einfach nicht mehr und wir haben dann zwar gute Aufträge gehabt, ich habe in Karlsruhe, ja Karlsruhe war es, im Starclub gespielt, damals mit der Band von der Manuela und mit den Rattles und es waren Kapazitäten aus dem Starclub Hamburg, ne? Na, und das war wirklich super und wir hätten auch noch weitermachen können, ne? Aber ich konnte nicht mehr dann, das war irgendwie, ich habe abgenommen, ich habe um mich abgenommen. Ne? Wie lange haben Sie das gemacht? 3 Jahre. 3 Jahre? Ja, ja, und dieses Nachtleben hat mich ausgezehrt, ne? Ja. Muss ich sagen, ne? Und dann bin ich wieder zu meiner alten Firma, wo ich damals gelernt habe, wo ich dann weg bin, nach der Lehre gleich. Und die haben mich wieder genommen. Ja, sag ich, toll. Batsch mal wieder mein Auto zusammen und ernährt einen Mann. Ne? Und dann bin ich wieder an meinem Beruf und dann habe ich das Studio gemacht und dann irgendwann gab es die Firma dann nicht mehr. Da war ich dann 20 Jahre bei den Amerikanern. In der Ledwater und in der Conbarracks. Jetzt, ich meine, Sie haben ja vorhin erzählt, es hat 250.000 D-Mark gekostet, das Tonstudio. Ich meine, das Geld ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, gell? Ja, ja, natürlich. Das ist ja, ich habe das Pult gebraucht gekauft. Ja. Und zwar aus. Moment. Da ist irgendwo noch ein Papa. Ja, Babelsberger Filmstudio. Ah ja. Kennen wir, Babelsberg. Und ja, da habe ich natürlich keine 200 oder 250.000 Mark für bezahlt. Aber wir haben ja noch, Studio besteht ja nicht nur aus so einem Pult, sondern wir hatten damals große Maschine noch mit sind Sie mal so gut und geben wir mal diese silberne Rolle da, wo da liegt. Diese große, schwere da. Vorsichtig schwer. Ja, danke. Da, Renate, bringt uns die schweren Sachen. Jetzt ein Tonband von früher noch.
Da haben wir mit Tonbandmaschinen gearbeitet. Das ist ein 2 Zoll breites Tonband. Na, da waren dann 24 Spuren drauf. Na, und die Bandmaschine war so groß, 2 Rollen, ne? Muss ich rechnen. Ne? Und die war dann so groß wie eine Waschmaschine. Ne? Tonbandmaschine, die hat aber 100.000 Mark gekostet damals. Ne? Ja, gut, ich kenne auch die Tonbänder von Telefunken und sowas, die kleinen. Ja, aber so groß Band habe ich noch nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Mit solchen Bändern haben wir da was gearbeitet. Und der Computer hier, das ist ein Apple-Computer hier. Machen wir keine Werbung, es gibt auch andere, es gibt auch Windows und so. Der normale, professionelle... Der mit dem abgebissenen Apfel. Ja, der Computer, der die Maschine eigentlich ersetzt. Ah ja. Hm. Was früher die Maschine war, ist heute dieser Computer. Da war dann der Background drauf und so, wenn man das... Ja, da kann man... Natürlich hat man jetzt da noch wesentlich mehr Spuren. Mhm. Mit 24 Spuren, weil... Aber eine Band, die 24 Spuren aufgenommen hat, geht schon was drauf. Da hast du dann die 24 Spuren hier einzeln liegen. Da, ne, alles einzeln drauf und dann kannst du die alles wieder... Das heißt, es ist auf jeder Spur ein Instrument gewesen oder ein Sänger oder irgendwas? Ja, ja. Mhm. Fängt ja schon mal mit dem Schlagzeug an. Wir nehmen ein Schlagzeug auf, das sind schon mal im Grund 8-9 Spuren. Oh. Mhm. Ne, also wenn die Bassdrum... Ja. Die Snare, extra Spur. Ne, Toms, ne, extra Spuren. Ne, 3 Toms, dann die Becken, ne, dann die Hi-Hat. Pst, 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 ne. Also man kann es auch überall, wo ein Tonabnehmer dran war, hat es ja, eine Spur gehabt. Mikrofone an den, hier ist das Schlagzeugsetter drüben, ja, ne, ja. Steht es da. Und also an jedem Teil ist ein Mikro und jedes Mikro ist praktisch ein Kanal hier. Ja, ja. Ne, da gehen die Mikros hier rein und ist dann hier ein Kanal. Mhm. Und da haben wir schon mal hier 8 Spuren Schlagzeug. Na, und dann kommt dann der Bass dazu, da kommt ein Piano dazu, da kommt ein Keyboard dazu, kommen Gitarren, kommen die Stimmen, kommen Saxophon mal welchen, dann kommen Chorstimmen, naja, und dann hast du da praktisch schon das ganze Ding hier voll. Und dann mischst du die Sachen dann, wenn alles aufgenommen ist, mischst du die Sachen ab. Das hat zum einen den Vorteil, früher, wo der Elvis noch sein Tutti Frutti gesungen hat, mhm, und sein Chalas Rock, da war die ganze Band in einem Studio. Und da gab es eine Schnürsenkel, hat man zu dem Tonband gesagt, ja, was dann aussieht wie ein Schnürsenkel, ein Senkelband, also eine Monospur. Und dann hat man die Band aufgenommen auf eine Spur und wenn sie eine verspielt hat, mussten sie nochmal anfangen. Hm? Buongiorno von vorne. Alle noch einmal von vorne wieder. Und das musste dann, haben die dann am Tag, wenn die im Studio waren, haben die halt immer so 20, 30 Aufnahmen von diesem Lied eingespielt. Und dann hinterher der Produzent gesagt, ja, Take 23, das ist es. Das lassen wir pressen, das nehmen wir mal. Na, und man konnte dann nicht mehr viel dran machen. Na, und heute hat man die Möglichkeit, dass erst einmal die Musiker kommen, dieses ganze Playback, die ganzen Instrumente einspielen und dann irgendwann kommt der Sänger und er sagt, oh, ja, heute machen wir mal Gesangsaufnahme, ne, und da haben wir den ganzen Tag Zeit dafür. Ne. Ist ja nicht so, dass der Sänger da kommt und singt seine Tutti Frutti drauf, sondern so ein Song, der über die Gesangsspur gedoppelt. Hm. Da kommt die Terz drauf, die zweite Stimme, wird wieder gedoppelt. Da kommt die dritte Stimme drauf, die Quint, die wird wieder gedoppelt. Und da kommen da noch Stimmen drauf und da. Und dann werden diese ganzen Stimmen zu einer Gesangswand, na, zusammengeschoben. Na, das klingt dann so richtig breit und satt und merken die Leute eigentlich gar nicht so. Ja, aber die hören nur, dass es geil klingt. Jetzt, wenn ich das so höre, müsste ich mal überlegen, ob ich doch mal Gesangskarriere anstrebe. Ja, wenn ich das jetzt mal, so kurz am Pult mal hier, vielleicht kann ich das. Jetzt habe ich ja fast einen Herzschlag gekriegt. Ja, ich mache jetzt ein bisschen laut, mal ein bisschen. Das ist also jetzt eine Demo von der Anlage. Von dem. Mal kurz, von was ich rede, ne? Ja. Der Sommerwind hat, der mir nimmt, weht diesen süßen Duft wie Wolken durch die Luft. Ne, das ist jetzt mal so die Hauptstimme, ne? Wenn Sehnsucht brennt,
Das, was man Liebe nennt, gibt keine Zweifel mehr. Ja, wir sind die Schön, mal zweite Stimme, ne? Ja. Einfach mal zurück. Ja, wir sind die La, la, Die Stimme auf, die nicht abseits ist. Essende sein. Ja. Love it in the air. Fühlst du auch dieses Fieber? Dann lass ich mich mit dir auf alles ein. Also Renate, wäre das nichts für uns, dass wir mal ein Lied einsingen für SWN? Ja, da liegen dann, ja. Essende sein. Love is in the air. Love is in the air. Auch dieses Fieber. Und jetzt nur Stimmen. Ja. Ne? Dann lass ich mich mit dir auf alles. So. Ja, das ist halt jetzt immer so ein Beispiel nur. Ja. Und es ist jetzt natürlich alles Rohmaterial, also das muss dann alles noch fein geschnitten werden und dann gesäubert werden alles und dann Effekte drauf und dann wird das alles so zusammengemischt, dass es hinterher super geil klingt. Das kommt mir schon zu einer Privatperson, wo das Gefühl haben, ich kann, sie können singen und dann, ja, dann mischen sie was raus. Ja, da kommen schon Leute, da kommt natürlich die schwer verliebte Freundin oder Frau, die jetzt da zum Hochzeitstag in ihrem holden Göttergarten ein schönes Liedchen singt. Und da ist es natürlich schon mal so, dass die hätte sich anderes Geschenk aussuchen sollen. Mhm. Na? Aber wie ich natürlich mein weiches Herz lass mich immer wieder dazu hinraffen und versuche halt gemeinsam mit hängen und wirken und noch einigermaßen es dann doch so hinzubringen, dass man sich's noch anhören kann. Ne? Da kann man ja Madonna unterlegen oder so. Im gewissen Sinn kann ich jetzt eine Sängerin holen, die wir haben Chorsängerinnen, wir haben Profisängerinnen und Sänger, die natürlich uns beiden, wir machen ja nicht alles allein. Wenn ich heute einen Saxophonisten brauche, dann hole ich mir einen Profi. Ja. Na? Und wenn ich einen Arrangeur brauche, haben wir unsere Leute, dann hole ich mir einen Profi. Und wenn ich eine Chorsängerin brauche, dann hole ich mir die Chorsängerin. Und wenn ich zu der sage, du sing mal da mal ein bisschen so unten drunter noch ein wenig. Und, na, so, und dann mischt man das halt ein bisschen so, dass man sie halt auch hört. Na? Aber es kommen auch Sänger zu Ihnen, die wirklich was drauf haben, ne? Die also wirklich gut sind. Ne? Da kommen wir, Gott sei Dank ist das die Mehrheit. Ja. Natürlich klar, ne? Dass ich sage schon zu manchen Leuten, wir sind Kindergarten hier. Ne? Also ja. wir wollen schon arbeiten und wenn letztendlich eine Studioaufnahme ein Studio verlässt, dann stehe ich ja mit meinem Namen hinten dran und muss mich dafür verbürgen. Ne? Ja. Na, und da will ich natürlich da nicht, dass da jeder irgendwie irgendwelcher Salat da, Kindergartengekröle da aufgenommen wird und was hinten und vorne eigentlich mehr peinlich ist. Ne? Das soll schon weniger Qualität da sein. Das sage ich den Leuten immer. Also ihr könnt machen, was ihr wollt, aber wenn ihr nicht singen könnt, dann mietet Studio und spielt ein Skat dahin. Das ist mir wurscht. Aber es singt nicht. Ne? Oder sagt nicht, wo ihr es aufgenommen habt. Ja. Naja, die Leute sollten dann eigentlich schon hergehen und sollten vielleicht, hat der Kumpel irgendwo einen Computer im Keller oder nehmen wir mal schnell was auf da, ne, für den Onkel oder für die Oma, ne, oder so. Ne. Aber wenn sie ins Studio gehen, dann sollen sie sich schon dessen bewusst sein. Ne, was sind denn die Bekanntesten, die zurzeit zu Ihnen kommen? Das sind an sich... wir sind schwerpunktmäßig, sagen wir mal, das Studio der Region, ja, eigentlich. Ne? Und zu uns kommen alle querbeet, alles, was Musik macht, was dann natürlich jetzt Rang und Name hat, würde ich jetzt mal die Gruppe Jets, ja, den Cherry da immer hier mal hervorheben. Jetzt mal, die waren kürzlich da. Habe ich die neue CD eingespielt, also aufgenommen. Gibt es auch eine ganz junge Sängerin, die alleweil bei euch aufgenommen hat, ne? Mia? Wie? Die Kleine, die
Ach, ja, MC Mia, MC Mia. Ja, genau. Ja, das ist jetzt so ein Projekt, da sind wir jetzt dran. Da starten übrigens in den nächsten Tagen der neue Titel von den Mädler. Also was Verrücktes habe ich noch nicht erlebt. Was? Also das ist ja, die steht da draußen am Mikro wie eine Profisängerin mit ihrer 10 Jahren. So, und jetzt doppeln wir die ganze Spuren hier, doppeln, aber doppeln heißt ja Stein auf Stein. Ja. Exakt sauber. Wenn eine Sängerin sich doppelt mit sich selber singt, praktisch, das dürfen wir ja nicht merken. Da darf ja kein Versatz drin sein. Mhm. Das muss wirklich, das soll ja nur die Stimme massiver machen und kräftiger hervorheben. Ja. Na, und das kann man theoretisch auch elektronisch machen. Aber es ist wieder künstlich. Und so, wenn sich selber, da ist das dann naturell und das klingt einfach anders und das wird dann auch vielleicht sogar verdreifacht und umso mehr, dass du das verdoppelst und doppelst, umso genauer muss das sein. Na, eine Hauswand, wenn du hochmauerst, wird nur so gerade wie der erste Stein, wenn der wenn krumm liegt, wird die ganze Wand krumm. Also das muss wirklich alles stimmen. Ne? Das ist hier genauso. Und das macht die ohne, dass du da was sagen musst, ne? Das stellt sich nach, die singt jetzt auf dem Punkt genau nochmal drauf, ne? Wie ein Computer. Ne? Und die ist so quirlig, so lebendig, so. Die hat vor nichts Angst. Ne? Ich habe sie gesehen in Schweinfurt auf der Bühne, sie war also richtig, wie sie sagen, wie Altstorcher. Ja, wie ein Profi. Ja, genau. Ne? Ja, ja, und das ist wirklich, also ich bin begeistert von den Mädels, das muss ich wirklich sagen, das ist, also sowas trifft mir wenig. Ne? Ich habe schon männliche Attacke gehabt, ne? Andere. Ne? War einmal eine da, die war so um die 9 oder 10. Ne? Also die war gut, die hat so Madonna-Sachen gemacht und so. Ja, natürlich, die singen da von Liebe und Madonna ist ja jetzt ist ja auch nicht ganz so sauber manchmal, ne? Mhm. Na, in ihren Texten und so. Und ich weiß nicht, ob so ein Mädel das braucht, ne? Das unbedingt so, ach so wiedergeben kann. Ja. Ich kann nicht von was singen, was ich noch nie erlebt habe. Ja, weil es erotische Sachen dabei sind. Ne? Genau, so ist es. Und Sachen, die ich wo gar nicht mitreden kann. Ne? Aber wenn ich halt ein Lied singe und ist, kann ich nur das nach außen reflektieren, was ich in mir habe. Hm. Und das ist ganz wichtig, dass ich, wenn Leute ins Studio kommen, Studio und Bühne sind zwei Welten. Das sind zwei Welten, wenn du heute auf der Bühne stehst und alles geht, hey, 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 und jeder, und ein Gebumm, und ein Gekröll und Geklatsche und ein Krach und ein Lärm. Und da geht es unter alles. Die Stimmung ist da und ein Fehler. Ach Gott, sehe ich alle besoffen. Ja, nein, aber hier im Studio. Machen wir. Still, da hört die Stecknadel, du. Sterile Räume. Jeden Schmatzer. Alles hörst du über das Mikro. Ne? Den Mikrofon kostet 3.000 Euro. Ja. Jetzt machen sie das ja schon 35 Jahre. Ja. Sie gehören ja schon zu Aktivsenioren dazu. Ne? An ja, Aufhören haben sie noch nicht gedacht, oder? Nee, ich denke, das Studio ist schon mein Inhalt. Und nachdem ich dann wirklich in Renten gegangen bin, also mein Berufsleben beendet habe, war das mein neuer Hauptberuf. Also sonst war es ja immer in all den Jahren so eine Sämaschine. Mhm. Na, und jetzt ist es so, dass ich das so als meinen Beruf betrachte irgendwo. Und ich fühle mich da, ich schreibe alle meine Lieder selber und ich produziere auch Künstler und ich verbringe schon sehr viel Zeit, wenn ich mich mal mit einschließe, meine eigenen Arbeiten und das, was so Kundenaufträge sind, dann bin ich ganz ausgelastet. Ne? Was war der andere Teil der Sämaschine, was Sie noch nebenbei noch anders gemacht haben? Ja, Markhauseriebau. Ah ja. Ne? Und ich habe nämlich, was in Erinnerung, haben Sie auch nicht so ein Oldtimer oder irgend sowas? Ja, denn ich habe mich spezialisiert auf Oldtimer. Mhm. Na, und ich habe da in mehreren Firmen gearbeitet und habe da wirklich Oldtimer restauriert. Ne? Also das ist die andere große Liebe. Ja, ich habe Autos
vorwiegend Mercedes, ne, so SL-Typen und Coupés und so. Ich habe Autos gemacht, da hätten sie G5 Euro mehr gegeben dafür. Also das waren fertig, die waren fixe fertig, aber nur mit Ersatzteilen neu aufgebaut. Autos aufgebaut, nur mit Ersatzteilen, die du irgendwo hergekriegt hast noch. Und was halt zu verwenden war von dem Alten, was von dem Schrott. Also Leute, die wollten Autos wieder hab. Ich habe gesagt, ich bezahle mein letzter Euro dafür oder letzter Mark dafür, aber mach mir das Auto wieder. Und Sie waren ja selber ein Oldtimer, gell? Ich habe, nachdem ich nur für andere Oldtimer hergerichtet habe und neu aufgebaut habe, gesagt, ich mache das nichts mehr. Das ist ja schon Dreckarbeit. Ne? Das ist schon wirklich Arbeit. Ne? Und das nächste Auto, was ich mache, ne, ist nur noch mein eigenes. Und was haben Sie für ein? Ich habe jetzt auch wieder Mercedes Cabrio. Ne? Klar, totaler Mercedes-Freak. Und damals den Oldtimer, den ich mir hergerichtet hatte, da hat mich dann ein Kumpel angerufen: Jürgen, du suchst doch ein SL, ne? So, ich habe da was für dich. Und da habe ich von einem Ami, der geht nach Amerika und der lässt das Auto da. Willst du es haben? Auto fixe, fertig, runter, Ami, ne? Was soll ich sagen? Ne? Hm. Und ja, dann habe ich das Auto gekauft und ich war verliebt in das Auto, es war ein SL, 230 SL, die Pagode, ich weiß nicht, ob ja, mit dem Dach, ja, was man nach innen geht. Diesen klassischen Stiel da, ne? Genau. Und dann vier Kastenförmigen. Zwei Dächer, das ja. Dach konntest du runternehmen und da war der Softtop dann dabei und so. Ja. Ein wunderschönes Auto, ich habe das Auto 20 Jahre gehabt. Und ich hätte es nicht verkaufen dürfen. Aber irgendwie ist halt so, was ist, will sie verändern und zuckt sich was an und hab den verkauft, gut bezahlt. Ich hab das Auto damals 50.000 Mark gekriegt, hab ihn 20 Jahre gefahren und 20.000 hat er mir gekostet. Alles in allem. Also ein besseres Geschäft kann man eigentlich nicht machen, obwohl ich heute noch mehr kriegt. Was hat denn Ihre Frau gesagt über diesen lebhaften Jürgen, der also nie Zeit gehabt hat? Ja, wir haben das Kindermachen vergessen. Ja. Das Kindermachen haben wir vergessen. Aber keine Zeit dazu. Ich weiß nicht, irgendwie, wir haben das total übergangen, weil unser Leben war wirklich immer links hüben, ja. Überholspur, Blinker und drauf. Ja. Und es ging immer so und irgendwie haben wir gerade gemerkt, wie die Zeit vergeht. Ne? Irgendwo und heute. Heute bin ich 70, ne? Und ich erschrecke, wenn ich daran denke. Ne? Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Aber mit jedem, wo du dich unterhältst, der sowas macht, der künstlerisch tätig ist und der wenn man künstlerisch tätig ist, dann frägt die Zeit nicht. Danach, das ist der Moment, den du brauchst, ob du Maler bist oder ob du Musiker bist oder sonst was. Es ist der Moment, den du brauchst, wo du gut drauf bist. Und es kann auch zum Dreier oder kann auch zum Vierer sein oder kann früh um Sechser sein. Ja gut, es gibt aber auch Künstler, die wie Genghis Khan also jede Menge Kinder haben, ne? Ja, nee, ich denke, ich sage das jetzt einfach mal nur so, ne? Unser Leben war schon ein bisschen in a hurry, ne? Ja. In, und ist schon ein wenig so dahin gegangen, ne? Und ich weiß nicht, ich mache Kinder, ich habe nichts gegen Kinder, wirklich nicht. Ja, und ich wäre heute froh, ich hätte so ein neues Hammel. Ne? Mit 30 oder 40 Jahren oder wie alt er ist, oder 35. Und ich wollte, er würde sich für meine Sache ein wenig interessieren. Mhm. Oder ich habe ja noch 1000 andere Hobbys, ja. Da kommen wir nachher nochmal dazu. Und würde wegen Musik machen, würde ich sagen: Ey, los, Kabes, am Samstag ist Produktion, das machst du. Ne? Und ich mache mal faulen Lenz, wenn ich Lust habe. Ne? Wir reden jetzt von Kindern, nicht von Praktikanten. Nein, wir reden jetzt von Kindern, wenn ich jetzt einen Sohn hätte, ne, ja. Der sich dafür interessieren würde und würde ich schon mal sagen, komm, nimm du das jetzt auf hier da und mach mal hier. Manchmal gehen die Kinder ja ganz andere Richtung, ne? wo mit Vater sein Ding überhaupt nichts zu tun haben wollen. Ja, das ist, kenne ich Fälle, natürlich, ist ja ganz normal. Dann hast du Kinder und auch nicht.
Das stimmt. Irgendwo, ich meine, gut, du kannst das Kind nicht zwingen, du, ich habe dich gezeugt, du bleibst jetzt hier und du machst, was ich sag. Ja, da hast du kein Recht dazu. Ne? Die machen ja sowieso, was sie wollen. Die machen was sie wollen. Und jetzt sowieso, wenn einer nach England will, wenn einer nach Schweden oder will in Spanien mal ein Praktikum machen oder irgendeine Lehrzeit oder was erleben, dann ist er sowieso bundesweit unterwegs oder länderweit, EU. Oder gar in Amerika und heute andere Zeiten, ne? Ja, also wir haben damals Berufsmusik gemacht haben, ne? Und losgezogen sind, ne? Haben wir die Eierschalen noch hinter die Ohren gehabt, ne? Da war Karlsruhe schon weit, ne? Ja, da war Karlsruhe schon weit, so ist es. Ne? Und das interessiert heute überhaupt keinen. Ich hatte doch die M7 ja auch. So ein typisches Beispiel. Ja. Die steht jetzt schon mitten im Leben da. Die ist wie alte. Ja, heute geht alles wegen schneller und globaler, alles ja, viel ja, weiter, ne? Und ja. Ja. Wie, jetzt zum Abschluss noch, wie geht's weiter? Was machen Sie jetzt? Was haben Sie für, haben Sie Zukunftspläne, was Sie noch tun oder was Sie noch machen möchten? Ja, also ich muss jetzt einmal das so formulieren, ne? So war der Herrgott will. Ja. Ne? Ich muss immer sagen, dass die Filmrolle, die im Projekt da läuft, eigentlich schon nah am Abspann ist. Ne? Ich kann nicht mehr planen auf 20 Jahre voraus ne? Und sagen, naja, jetzt bauen wir das jetzt mal um und machen wir mal so, ne? Weil wir müssen ja in Zukunft vorausbauen, ne? Und ja, auf die nächsten 20 Jahre hin. Ne? Ne? Sag mal, so wage ich nicht zu denken. Ne? Und ich denke halt, 5 Jahre weiß und ich bin jetzt 70. Und solange die Leute nicht sagen, was willst du bei dem alten Depp da, kann der das überhaupt noch, oder? Mhm. Na, und die Leute kommen und mich mögen und das, was ich mache, dann mache ich so weiter, solange ich kann und solange ich gesund bleib, so der Herrgott will. Und dann vielleicht sind wir eines Tages unter Mischpult mal vorholen, wenn man das Liebste. Ja, das so à la Udo Jürgens. Das hoffen wir mal jetzt nicht. Ne? Ja, hoffen wir jetzt. Klar, ne, freilich ist da wegen hingehen. Ne, aber wenn es mal so ist und ich fall um und bin 85, ist in Ordnung. Muss ich sagen, habe ich ein schönes Leben gehabt und war ja, ganz toll. Und also die Lebenserwartung wird ja immer höher. Also 85 ist noch nicht das Ende. Nee, die Lebenserwartung wird immer höher und wir werden auch immer älter, das ist richtig. Aber ist nur interessant, wenn man wirklich fit bleiben, fit bleiben. Und hier kopfmäßig. Ne? Meine Mutter, die ist 95% Akku leer. Ne? Hm. Ich ist im Pflegeheim und wenn ich da reingehe, raus nur. Ne? Also lass mich hier wieder raus, aber ganz schnell. Und ich denke, das will jeder, dass er bis ins hohe Alter bei geistiger Fitheit das erleben kann. Ne? Ich meine, man sagt, man kann es trainieren und mein Kopf ist jeden Tag so voll. Mein Kopf ist jeden Tag so voll. Ich weiß ja gar nicht, wie die Batterie da leer werden kann. Also bin ich mir so ein. Ne? Aber Sie machen noch Musik, oder? Ich mache noch Musik und ich drehe da noch live auf. Und zwar nicht mehr so oft, aber wenn mich jemand bucht und ich mache so eine Live-Mucke und mache da so einen kleinen Elvis und ja, machen wir schon noch ein wenig mit und ja, der Peter Kraus kann ja auch noch, ja, ne? Der ist ja 75, 76, ne? Der ist ja noch ganz schön fit. Ne? Und ist noch ganz schön fit, ne? Ja. Naja, wie gesagt, das ist halt auch immer eine Frage, das eigene Engagement für was, ne? Für was bringe ich mich ein und wie ziehe ich es durch und da gehört natürlich auch ein wenig Power dazu und ich will das, ne? Ja, und das habe ich in mir, Gott sei Dank. Und da denke ich, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen was zu welche bringe. So. Ja. Da bin ich mir sicher. Sie schaffen bestimmt noch einiges. Ja, hoffen wir es. So, der Herrgott will. Ja. Also Herr Gerner, es hat mich sehr gefreut, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein durften in dem Studio. Und es waren viele Sachen dabei, die Seher, die SWN-Seher bestimmt auch interessiert hat, wie es mal zustande gekommen ist. So. Und bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für das schöne Gespräch heute. Und schönen Tag noch. Dankeschön. Jo.